wir haben gedacht, wir schalten die Kamera mal an und quatschen mit euch ein bisschen über den potenziellen Vornamen von unserer zukünftigen Tochter. Und ihr seid wie seriös der Kilian das Video schaut. Das ist ein Thema! Es ist ein Leben lang! Du musst dein Leben lang mit diesem Namen umschlagen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Saturday and Sunday. Ganz, ganz schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns wirklich jetzt noch. Genau, und jetzt kannst du ja mal so mitröteln. In diesem Video präsentieren wir dir 10 Namen, was definitiv nicht werden. Also die auf keinen Fall in Frage kommen, die unsere Tochter nicht tragen wird. Genau, wir haben so ein bisschen Ausschlusstaktik gemacht. Genau. Und der erste Name, der nicht in Frage kommt, das ist Andrea. Genau, eigentlich ein schöner Name. Wir haben absolut nichts dagegen, aber wir wollen nicht die Tradition haben, dass wir die Namen von den Grosseltern oder von unseren Eltern weitergeben. Und Andrea ist der Name von deiner Mutter. Genau. Und in Italien ist es eigentlich noch recht gang und gäbe, dass man den Erstgeborenen jeweils den Namen von seinen Grosseltern. Ich glaube, im Fall in der Schweiz auch. Ist das sogar von den Eltern? Also wenn wir jetzt einen Bub hätten, will man ja Kilian Junior taufen. Dann würde ich einfach Kilian rufen und alle beide würden. Okay, gut. Nein, verdammt, wir wollen keine Verwirrung in der Familie. Das kommt bei uns nicht jeder auf die Speisekarte. Genau, jeder kriegt seinen eigenen Namen. Und dann der nächste Name, der auch nicht in Frage kommt. Ist Emma. Ein wunderschöner Name, aber den hört ihr auf dem Pausenplatz wahrscheinlich etwa 300 Mal, weil es ist der beliebteste Name in der Schweiz. Genau, und das gemäss der Top-Liste von Hip Baby Club. Das Video entsteht auch in Kooperation mit dem Hip Baby Club. Das ist eine spannende Plattform für alle wartenden Mütter und jungen Eltern. Und sowieso, die können sich dort informieren, gibt spannende Tipps und man kriegt auch per Post kostenlos etwas zugeschickt. Also für die, was interessiert, wir haben den Link hier unten in der Box. In der Beschreibung. Genau. In der Beschreibung. Genau. Der nächste Name, der tönt grossartig. Blue Ivy. Wow. Hä? So tönt doch, oder so heisst doch ein Star. Das ist die Tochter von Jay-Z und der Beyoncé. Ja, und wenn man Jay-Z heisst und Beyoncé und ein Kind bekommt, dann muss man schon ein bisschen. Aber es gibt noch schlimmere, also die Star-Namen, kennen sie sicher alle. Ich glaube, Sarah Connor hat im Fall ihre Tochter Delphine getauft. Okay, würdet ihr eure Tochter Delphine taufen? Schreibt es mal in den Kommentaren, also eure Tochter, nicht eures Haustier. Der nächste Name, und das ist die grosse Enttäuschung wahrscheinlich von euch. Sie wird nicht Friday heißen und auch nicht Monday. Nein! Es liegt zwar auf der Hand. Nein, aber vielleicht ist es Spitzname. Ja, bei Saturday und Sunday liegt es eigentlich schon auf der Hand. Entweder Friday oder Monday. Genau, je nachdem wie gut dass sie schläft, heisst sie dann Monday oder Friday. Und dann kommt der nächste Name. Der nächste Name ist Luisa. Luisa habe ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Namen gefunden. Sehr schönen Namen. Habe ich auch sehr motiviert am Kilian vorgeschlagen. Absolut. Er schaut mich an und sagt, ja, ist schön, hat einfach meine Ex-Freundin so geheißen. Ups, ich bin dann mal weg. Nein, natürlich, das geht nicht. Es gibt so Namen, das kennen die sicher auch, die sind sozusagen wieso. Vorbelastet. Ja, jetzt nicht mal unbedingt negativ oder was auch immer, aber die haben irgendwie so wie ein zu klares Bild zu diesem Namen und dann geht es einfach irgendwie nicht. Ja, plus ich nehme meine Tochter mit, meine Ex-Freundin. Okay, lassen wir das Thema. Nächster Name ist Dominique. Genau, eigentlich auch ein wunderschöner Name für Bub und Mädchen und dort fängt das Thema an. Wir haben gefunden, wir wollen nicht so einen Namen haben, der für Mädchen und Bub geht. Mhm. Ja. Es gibt ja auch Dennis und Severin oder da gibt es ganz viel. Was grundsätzlich alles schöne Namen sind, aber wir haben einfach gefunden, wir wären lieber einen klaren Mädchen-Namen. Vor allem, ich habe wirklich Kollegen, die so heissen und die haben dann wirklich Probleme mit der Post. Das, dann steht damals drauf Frau oder Mann, anstatt umgekehrt. Wie halt Dominik, kann ja beides sein sozusagen. Ja. Ja, und da haben wir gefunden, das lassen wir.
unnötiges Verwirrungspotenzial vermeiden. Und darum haben wir das genau. Was auch nicht in Frage kam, ist für mich, für den Kilian auch nicht. Doch! Ein absoluter Traumname, meine. Ist so ein altdeutscher Name, so Dörte. Oh? Also so, was meinst du? Das ist so hart, ich weiß auch nicht. Ich finde das so der Inbegriff von der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache ist ja oft so mega hart. Genau, das ist wie bei Schmetterling, oder? Ja. Was heißt das auf Italienisch? Verfallen. Das tönt ja viel so. Es tönt so schön, aber in der deutschen Sprache ist es so Schmetterling. Dörte! Ja, das klingt genau. So hart, ich weiß auch nicht. Gut, ja. Der nächste Name, der ist dafür weich. Ella. Oh, den finde ich mega schön. Eigentlich ein mega schöner Name, aber es gibt halt so Namen, die erst gerade vergeben worden sind, von ganz neuen Kollegen zum Beispiel. Und darum kommt es dann wie von uns nicht in Frage. Genau, dann sind die anderen halt einfach schneller gewesen. Schneller ist geschwinder. Das ist, glaube ich, bei den Namen nicht so. Ist so. Ja, was auch für uns nicht in Frage kam, sind so Namen, die man irgendwie verhunzen kann. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Namen kennt, dann schreibt es unbedingt mal in den Kommentaren, ob ihr so Namen kennt, die halt einfach sehr leicht zu verhunzen sind oder so sehr leicht Pausenhof, genau. Ja, genau, von Kind auch ein bisschen. Genau, wie zum Beispiel der Enis, der. Ja, genau. Genau. Ja, das ist ein bisschen. Ja, easy. Also, ich finde es aber eigentlich kein wüster Name. Jetzt gerade Enis finde ich einen mega schönen Namen, aber es ist einfach zu einfach zum. Ein Buchstaben davor zu setzen. Ja, zum Bloggen. Und darum nein. Und von diesen Namen gibt es mega viel. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr jemanden kennt, der ein bisschen unter dem leidet. Und der letzte Name ist Ilaria. Auch ein wunderbarer Name, aber der ist absolut tabu für uns. Genau. Wieso? Weil meine Schwester hat den Namen reserviert. Sie hat gesagt, wenn ich mal ein Kind habe, dann möchte ich gerne, dass sie Ilaria heisst. Und dann ist es natürlich von uns mega gemein. Seit ja, wann kann man Namen reservieren? Hallo? Nein, aber es ist wirklich dann gemein, wenn jemand sich das schon so lange eigentlich sicher ist, wie dass er sein Kind taufen und wir irgendwie einfach nicht wissen recht, wie wir sie nennen. Also es ist ein bisschen wie die im Urlaub so mit dem Tüchlein gehen oder den Liegestuhl am 6. Das stimmt. Aber trotzdem, Schwester, wir haben dich lieb und genau. Es wird nicht Ilaria. Genau. Ja, aber das ist, glaube ich, das sind so die 10 Namen, die genau. Es definitiv nicht werden sein. Sobald wir wissen, wie das wir unsere Tochter nennen, sagen wir euch das, glaube ich, auch. Oder? Genau. Wir sind selber gespannt. Von dem her abonniert unbedingt den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss miteinander. Ciao.